Sie tritt immer mehr in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Nele Ludovic, die Tochter von Moderatorenlegende Frauke Ludovic, macht die ersten Schritte in der Medienlandschaft. Vor 2 Jahren tritt sie zum ersten Mal öffentlich an der Seite ihrer Mama auf. 2022 bekommt sie dann schon ihre eigene Webvideoreihe bei RTL, in der sie mit Promis über aktuelle Themen spricht. Für ihre Arbeit bekommt Nele viel Lob, aber auch fiese Kommentare, wie sie im Interview mit bunte.de auf der Remus Lifestyle Night auf Mallorca erzählt. Ich hatte jetzt schon ein paar unschöne Kommentare und Erlebnisse und so, aber ich meine, also das haben wir uns von Anfang gesagt, dass das kommen wird, und irgendwie finde ich es jetzt auch mittlerweile, also ist irgendwie, kann man drüber wegschauen, und ich muss sagen, das ist eben auch so ein bisschen runtergedrückt bei den ganzen schönen und positiven Sachen, die ich eben an Feedback bekomme und die ich erleben darf und so, deswegen positiv, würde ich jetzt mal sagen. Gemeine Kommentare werden dann auch mal mit der ganzen Familie besprochen. Meine Schwester und ich, das ist so lustig, weil wir machen uns da wirklich einen Spaß. Also ich liebe das, weil die halt auch so humorvoll ist. Und Mama ist ja sowieso, also ja, schon, das wird schon echt mit Humor genommen, aber egal wo. Also wir machen das dann schon mal, dass wir uns so Sachen vorlesen und so, ja, das schon. Humor, Talent, Schönheit. Nele Ludovic hat die besten Voraussetzungen, um selbst als Moderatorin erfolgreich zu werden. Ich will immer gar nicht so, das ist auch eigentlich falsch, ich will immer gar nicht so nach den Sternen greifen, weil ich immer total Angst habe, enttäuscht zu werden. Deswegen sage ich lieber mal gar nichts und hoffe einfach in meinen Träumen weiter. Und wer weiß, vielleicht übernimmt Nele ja irgendwann mal die Fernsehsendung RTL exklusiv von ihrer Mama.